rufe auf Tagesordnungspunkt 50, Antrag der Landesregierung betreffend Finanzplan des Landes Hessen für die Jahre 2018 bis 2022, Drucksache 19/6542. Und erster Redner ist Kollege Boddenberg für die CDU-Fraktion. Okay, also erster Redner, hier steht CDU-Setzpunkt. Erster Redner ist Staatsminister Schäfer für die Landesregierung. So viel Jubel bin ich gar nicht gewohnt bei Ihnen, Frau Schott. Das ist ja ganz was Ungewöhnliches. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es wird Sie in der Tat verwundert haben, möglicherweise, dass bei einem Setzpunkt der CDU-Fraktion zunächst die Landesregierung das Wort ergreift. Wenn aber eine Fraktion eine Vorlage der Landesregierung zum Setzpunkt erklärt, bedarf es des Einbringens dieser Vorlage in den Landtag durch den zuständigen Minister, wo wir eben ja gerade ausführlich über Förmlichkeiten zwischen Landesregierung und Parlament im Rahmen der Geschäftsordnung gesprochen haben. Die antragstellende Fraktion war auch ausdrücklich einverstanden. Auch das will ich gerne für das Protokoll wiederholen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie werden sich möglicherweise weiterhin gewundert haben, warum eine Finanzplanung separat zu den Haushaltsberatungen vorgelegt und diskutiert wird. Weil in der Landeshaushaltsordnung, jetzt weiß ich, nicht jeder außerhalb dieses Hauses, aber vielleicht auch nicht jeder innerhalb dieses Hauses, schläft permanent mit der Landeshaushaltsordnung unter dem Kopfkissen, sodass es möglicherweise nicht jeder verinnerlicht hat, dass auch in Jahren mit der Geltung eines Doppelhaushaltes eine Finanzplanung vorgelegt werden muss, um eben die mittlere Perspektive der Entwicklung der Landesfinanzen auch im Geltungsbereich eines Doppelhaushaltes im Blick zu haben. Meine Damen und Herren, in diesen Zeiten werde ich gelegentlich gefragt, ob es früher schwieriger war, Finanzminister zu sein, als die Haushaltsspielräume signifikant enger waren als heute. Oder ob es denn heute möglicherweise leichter sei, wo doch erkennbar der ein oder andere Spielraum entstanden ist. Und das spiegelt ja auch Teile der Debatte finanzpolitisch, die wir sicherlich in den nächsten Minuten, aber auch in den letzten Monaten gemeinsam geführt haben, wo es auf der einen Seite des Parlaments permanent die Forderung gibt, mehr Geld auszugeben, von der anderen Seite des Parlaments die Forderung, von dem, was an Spielräumen erarbeitet worden ist, noch mehr in die Rückzahlung von Schulden zu stecken. Das spiegelt ja die gesamte Bandbreite der Debatte gut wider. Und wenn ich sage, dass unser Weg in der Mitte, Schulden zurückzuzahlen, aber gleichzeitig Zukunftsinvestitionen zu tätigen, möglicherweise Maß und Mitte von Landespolitik in richtiger Weise bestimmt, kann ja möglicherweise auch einer Konsequenz dieses Meinungsbildes hier im Landtag sein, meine Damen und Herren. Lassen Sie mich kurz die Eckdaten der Finanzplanung nennen. Wir nehmen seit 2016 keine neuen Schulden in Hessen mehr auf, sehr viel schneller, sehr viel früher, als das die gesetzlichen Rahmendaten der Schuldenbremse vorgesehen haben. Wir investieren auch weiter kräftig in die Zukunft unseres Landes. Wir stärken unsere Kommunen in nie dagewesenem Maße. Am Ende des Finanzplanungszeitraums 2020 wird der kommunale Finanzausgleich über 6 Milliarden € betragen. Und wir sorgen für Risikovorsorge, für mögliche Veränderungen in der Zukunft in dieser Finanzplanung. Ich komme darauf zurück. Das ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch der Markenkern unserer hessischen Finanzpolitik. Erster Punkt. Wir halten Wort. Wir versprechen niemandem etwas, was wir nicht halten können, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das ist Markenkern dieser Landesregierung. Zweiter Punkt. Wir planen im besten Sinne des Wortes konservativ, um dann am Ende des Jahres in aller Regel im Ergebnis besser abzuschneiden, als wir den Plan vorgelegt haben. Und drittens. Wir nutzen die vorhandenen finanziellen Spielräume zum Abbau der Altschulden des Landes auf der einen Seite, aber gleichzeitig zum signifikanten Aufbau von Risikovorsorge und zweckgebundenen Rücklagen zur Absicherung der finanziellen Risiken für die Zukunft.
Und wir machen noch ein weiteres. Wir haben einen ganz erheblichen Umfang auch beispielsweise bei den Investitionen. Die in der Finanzplanung Globalpositionen so vorgesehen, dass eine neue Landesregierung, die Bürgerinnen und Bürger sind ja am 28. Oktober aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen, ihre politischen Schwerpunkte neu setzen kann. Wir haben Abstand davon genommen, die Finanzplanung dadurch dafür zu nutzen, sozusagen neue Projekte ins Schaufenster zu stellen, sondern wir haben gesagt, wir finanzieren sauber das durch, was wir in den Haushalten haben. Aber es gibt ausreichend Perspektive, dass eine neue Regierung, wir haben eine gewisse Vorstellung, wie die möglicherweise aussehen könnte, aber ich weiß, diese Vorstellung wird nicht von jedem hier im Hause restlos geteilt, aber jedenfalls eine Perspektive hat, dort darüber neu zu befinden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist auch Ausdruck von Solidität in der Finanzpolitik, meine Damen und Herren. Selbstverständlich haben wir von günstigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen profitiert und profitieren bis heute davon. Aber, meine Damen und Herren, diese günstigen Rahmenbedingungen haben etwas damit zu tun, dass das Gesamtzusammenspiel der gesellschaftlichen Kräfte in unserem Land funktioniert hat. Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer und Arbeitgeber, Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände, die Politik, alle gemeinschaftlich haben Grundlagenentscheidungen in den letzten Jahren getroffen, die es uns ermöglicht haben, den lang anhaltendsten Aufschwung kontinuierlich in den letzten 20, 25 Jahren zu haben in diesem Land, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ab und zu hat man in öffentlichen Debatten ja den Eindruck, es haben alle etwas damit zu tun, wenn es gut läuft, nur nicht die Politik. Und wenn etwas schlecht läuft, hat niemand etwas damit zu tun, und die Politik sind die einzig Verantwortlichen. Und gelegentlich, glaube ich, sollten wir uns das Selbstbewusstsein erlauben, zu sagen, ja, auch mit guten Rahmenbedingungen hat Politik am Ende auch etwas zu tun, meine Damen und Herren. Zu einer verantwortlichen Finanzpolitik kann eines aber nicht gehören. Eine Strategie, eine Politik, die jedem alles verspricht und nie Vorschläge macht, wo das Geld denn möglicherweise herkommen soll, was zusätzlich ausgegeben werden soll. Wir haben uns, meine sehr verehrten Damen und Herren, unserer Verantwortung gestellt und haben auch eine ganze Reihe von unangenehmen Entscheidungen getroffen. Strukturell konsolidiert diesen Landeshaushalt mit mehr als 600 Millionen Euro jährlich. Strukturell jährlich. Das waren allesamt keine einfachen Entscheidungen. Ob das die Begrenzung des Anstiegs bei den Besoldungen war, das Streichen von Stellen, ob es die Erhöhung der Grunderwerbsteuer war, alles keine einfachen Entscheidungen und alles immer so, dass es hier im Landtag kontrovers entschieden und diskutiert worden ist. Das ist gut so, das ist richtig so. Die Regierung hat Verantwortung, notfalls auch gegen Widerstände etwas durchzusetzen. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, wer an anderer Stelle gerne mehr ausgeben möchte, muss auch die Verantwortung tragen, Vorschläge dafür zu machen, wie das sein wird. Heute ist eine gute Gelegenheit dazu, und ich bin sicher, Herr Kollege Schäfer-Gümbel wird nachher hier ans Rednerpult treten und sicher die von Herrn Kollegen Wagner ja sehr akribisch mitgeschriebenen Mehrausgabevorschläge der Sozialdemokratie von etwas über 3 Milliarden Euro, habe ich in Erinnerung, sicherlich uns hier präzise vortragen. Welche der 3 Milliarden Euro waren nicht so richtig ernst gemeint? Die streichen wir. Was ist wirklich ernst gemeint? Und vor allem, wie wird das wirklich ernst gemeinte gegenfinanziert, meine Damen und Herren? Das kann man erwarten in einer politischen Debatte. Das können Sie zu Recht von der Landesregierung erwarten, dass das, was sie vorschlägt, sauber finanziert ist. Das kann man aber auch von Gruppierungen in diesem Land erwarten, die selbst von sich unterstellen, sie seien regierungsfähig. Denn zur Regierungsfähigkeit gehört am Ende immer Verantwortung und die Bereitschaft, dieser Verantwortung auch Zahlen folgen zu lassen, meine Damen und Herren. Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, durch das, was wir erreicht haben, nämlich das frühere Verzichten auf Neuverschuldung, das Zurückzahlen von alten Schulden, entstehen bereits jetzt neue Spielräume. 50 Millionen Euro eingesparte Zinsen trotz Niedrigzinsphase dadurch, dass wir alte Schulden zurückzahlen und keine neuen mehr machen. Das ermöglicht 700 zusätzliche Lehrerstellen oder in sozusagen Investitionen umgerechnet über 1.200 neue Polizeifahrzeuge. Und gleichzeitig investieren wir in der Finanzplanung weit über 2 Milliarden Euro jedes Jahr,
und haben dort auch die Spielräume innerhalb der Finanzen, der Investitionen auch noch an der Stelle zu setzen. Wir investieren in besonderer Weise in den Wohnungsbau. In den Jahren 2009 bis 2014 haben wir 400 Millionen € im Bereich des sozialen Wohnungsbaus gehabt. 2015 bis 2020 1,7 Milliarden €. Ich überlasse Ihnen Ihrer Fantasie und Ihrer Fähigkeit zum Dreisatz, den Vervielfältiger zu berechnen. Und gleichzeitig, ja, der Einzige, der sich aus dem Wohnungsbau ein Stück zurückgezogen hat und deren Beiträge zum Wohnungsbau, die in Hessen durchfließen, sind die Bundesmittel, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Landesmittel steigen einschließlich der investiven Städtebauförderung von 2019 von 35 auf 80 Millionen €, meine sehr verehrten Damen und Herren. Alles andere sind Chimären, wenn sie behauptet werden, meine Damen und Herren. Und Sie sehen, dass das Also alles gut, Herr Schmidt. Alles. Das ist immer das Schöne, dass die Sozialdemokraten, wenn es ernst wird, behaupten, sie hätten mit der Regierungsbildung in Berlin nichts zu tun. Das ist immer sozusagen die gleiche Platte, die wir immer wieder erleben. Herr Staatsminister, ich darf an die Redezeit der Fraktionen erinnern. Eine Minute brauche ich noch, aber nicht mehr. Ich will aber auch darauf hinweisen, wir haben in dieser Finanzplanung Globalpositionen Absicherung für Haushaltsrisiken von 2,5 Milliarden € für die Jahre 2020 bis 2022. Aber allein wenn es uns nicht gelingen sollte, eine Nachfolgeregelung für die erhöhte Gewerbesteuerumlage zu schaffen, dann sind von diesen 2,5 Milliarden € bereits 1,3 nicht mehr im Landeshaushalt. Und dann ist all das, was bei den Bund-Länder-Finanzbeziehungen an zusätzlichen Spielräumen erarbeitet worden ist, jedenfalls nicht mehr im hessischen Landeshaushalt. Und wenn Sie dann noch hinzuaddieren, die sicherlich nicht kleiner gewordenen Konjunkturrisiken sowie auf der anderen Seite auch die Debatte auf der nationalen Ebene, was auf der steuerlichen Seite noch passieren könnte, sollte oder müsste, dann wird aus diesen Spielräumen lediglich das, was sie sind, eine Risikovorsorge. Es entbindet niemanden davon, wer eigene neue Vorschläge hat für weitere Ausgaben in den kommenden 5 Jahren, dafür konkrete Finanzierungsvorschläge zu machen. Und dafür, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehe ich auch ein Stück meiner Aufgabe, auch darauf hinzuweisen und auch ein wenig jedenfalls die Diskussion zu führen, wenn nach meinem Eindruck Finanzierungsvorschläge die notwendige Solidität vermissen lassen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Land Hessen ist finanziell extrem gut aufgestellt. Wir tilgen eigene Schulden, treffen Risikovorsorge für die Zukunft und sorgen dafür, dass der Hessenkasse Kassenkredite in hessischen Kommunen demnächst der Vergangenheit angehören wollen. Wer das vorhergesehen hätte zu Beginn dieser Legislaturperiode, dass wir das am Ende der Periode geschafft haben werden, hätte sicherlich als grenzenloser Optimist beschimpft worden. Aber ich bin froh, dass dieses Maß an Optimismus eingetreten ist. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Schmidt, SPD-Fraktion. Wenn Sie möchten, sicher. Ja, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist schon erklärt worden, warum wir heute gebeten haben oder der Finanzminister darum gebeten hat, dass er zunächst einmal den Redebeitrag oder die Tagesordnung an der Stelle eröffnet. Ich glaube, es war notwendig, dass wir von ihm noch einmal gehört haben, die Rahmenbedingungen der nächsten Jahre in der mittelfristigen Finanzpolitik sind großartig. Und um es in den Worten von Kollegen Rudolph zu sagen, man kann von historischen Meilensteinen sprechen, die wir erreicht haben. Und darauf sind wir stolz, und das würden wir gerne auch den Menschen in diesem Land sagen. Und ich will auch gleich anknüpfen an das, was der Finanzminister gesagt hat. Hin und wieder hat man ja das Gefühl, dass das alles mit Glück zu tun hat. Und ich erkläre bei jeder Gelegenheit, dass es, glaube ich, immer beides ist, nämlich natürlich auch das Glück des Tüchtigen, aber dass es auch etwas mit Politik zu tun hat, Herr Schmidt, dass wir so glänzend dastehen. Das Wetter in Deutschland oder in Hessen ist nicht besser geworden als in unseren Nachbarländern oder Nachbarstaaten, sondern wir haben eine ordentliche Arbeit abgeliefert. Und ich finde, das müssen wir hin und wieder den Menschen auch sagen. Und leider ist es so, dass die SPD sich immer mehr von dem verabschiedet, was ihr Beitrag gewesen ist, dass es diesem Land so gut geht.
Und dann sind wir sehr schnell wieder bei der Agenda 2010. Ich kenne kaum noch einen Sozialdemokraten, der dazu steht. Wir haben damals gemeinsam in einer großen Koalition zwischen Sozialdemokraten, auch natürlich den GRÜNEN in der damaligen Bundesregierung, aber auch dem Bundesrat unter Federführung der hessischen CDU, des hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch, ich finde, ein großes Werk gemacht und können heute davon profitieren, dass wir Millionen Menschen mehr in Arbeit haben und, anders als Frau Wissler gestern behauptet hat, nicht in prekären Beschäftigungsverhältnissen, sondern in sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen. Allein in Hessen sind das weit über 300.000 mehr. Und die spülen das Geld in die Kasse, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD. Weniger Arbeitslosigkeit, mehr Jobs, 350.000 innerhalb der letzten 10 Jahre, keine neuen Kredite mehr, Zurückzahlung von Altschulden, wie es der Finanzminister eben gesagt hat, Rekordinvestitionen in den Straßenbau, in die Infrastruktur, in die Sicherheit, in die Bildung, in den ländlichen Raum, 105% Lehrerversorgung, ein Rekordhochschulpakt, meine Damen und Herren, den alle Präsidenten der hessischen Hochschulen gegengezeichnet haben. 6 Stunden Kindergartengebühren frei für die nächsten 3 Jahre im Kindergarten, 1,7 Milliarden € Investitionen in den Wohnungsbau. Ich glaube, unsere Bilanz kann sich mehr als sehen lassen. Und bei all dem haben wir den Haushalt in Ordnung gebracht, weil wir richtige Prioritäten gesetzt haben, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und es ist von den Risiken gesprochen worden. Natürlich stehen einige große Herausforderungen vor uns, die demografische Wende. Wir werden und haben eine Reihe von Risiken, was die Gesundheitsversorgung anbelangt, mit einer älter werdenden Gesellschaft, auch älter werdenden Landesbediensteten. Ja, wir haben noch eine Reihe von Punkten aus dem Koalitionsvertrag in Berlin, aus der Großen Koalition dort, die am Ende auch den Landeshaushalt belasten werden. Kurzum, wir müssen Vorsorge treffen für Zeiten, dass es auch einmal nicht so läuft, wie es zurzeit der Fall ist. Und was macht die SPD? Die SPD ist weiter dabei, fröhlich Geld zum Fenster rauszuwerfen, würde ich nicht sagen. Weil viele von den Punkten, die Sie gerne hätten, hätte ich auch gern. Nur wir verzichten darauf, und wir handeln uns den Ärger ein, wie ihn der Finanzminister eben beschrieben hat. Weil wir sagen, es ist die gerechteste Politik, die man machen kann, dass man sie nicht zulasten der Kinder und Kindeskinder, sondern in eigener Verantwortung jetzt und in der Gegenwart so führt, dass die Dinge auch bezahlbar sind, die man politisch will. Und ich werde keine Gelegenheit auslassen. Und, lieber Matthias Wagner, nicht nur innerhalb der Union gibt es eine hundertprozentige Übereinstimmung in all diesen Fragen, natürlich zwischen dem Finanzminister und mir und der CDU-Landtagsfraktion, sondern es gibt auch eine Übereinstimmung von Grün und Schwarz hier im Hessischen Landtag. Und zufälligerweise komme ich ja auf die gleichen Zahlen, die Matthias Wagner hier in der letzten Plenarsitzungswoche vorgetragen hat. Es sind aber mittlerweile noch einmal 100 Millionen € mehr geworden, Herr Kollege Wagner. 720 Millionen € mehr für Kinderbetreuung. Wir stellen das in Zweifel, Herr Merz. Wir haben oft darüber gesprochen. Wir reden. Wir glauben, dass das, was Sie wollen, pro Jahr deutlich mehr als 1 Milliarde € kostet. Geschenkt. Wir nehmen Ihre 720 Millionen €. 1 Milliarde € soll es mehr für den kommunalen Finanzausgleich geben. 600 Millionen € mehr, Herr Schäfer-Gümbel, letzte Woche, wir werden gleich über Wohnungsbau reden, 600 Millionen € mehr für den sozialen Wohnungsbau. 240 Millionen € mehr für die Hessenkasse, weil Sie sagen, die müssen dazu viel selbst beitragen. Wir sagen, es ist auch wichtig, dass die Kommunen selbst mit im Boot sind. 240 Millionen € würde es mehr kosten, wenn wir Ihren Besoldungsvorstellungen Rechnung tragen. 230 Millionen € würde es bedeuten, wenn wir, so wie Sie, nicht der Grunderwerbsteuererhöhung zugestimmt hätten. 75 Millionen € mehr würde es kosten, von A12 auf A13 die Grundschullehrer zu besolden. 80 Millionen € wollen Sie mehr für Straßenbau ausgeben. 45 Millionen € würde es kosten, wenn wir wie Sie die Arbeitszeit um eine weitere Stunde reduzieren würden und die Straßenbaubeiträge, das war die letzte Runde, 60 Millionen € mehr. Ich addiere jetzt 3,29 Milliarden €, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Sie mehr ausgeben wollen, aber die keinerlei Deckung haben. Und dann kommen Sie zum Haushalt 2018/19 und stellen Anträge über 400 Millionen €. Das ist ein Achtel von dem, was Sie draußen so erklären, was Sie gerne hätten und was Sie besser machen würden. Ich sage, meine Damen und Herren, das ist unseriös. Bei uns ist dieses Land in guten Händen. Und letzter Satz, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die heutige Debatte, und ich dachte, Herr Schäfer-Gümbel wird uns nachher erklären, was er zu all diesen Punkten sagt und welche er möglicherweise davon zurückzieht. Aber schauen wir mal, ob der Herr Schmidt das macht. Die heutige Debatte zeigt, glaube ich, meine Damen und Herren, sehr gut,
Es ist nicht egal, wer dieses Land regiert. Es ist nicht egal, wer in diesem Land politische Verantwortung trägt. Wir stehen, die CDU und die Grüne Koalition, für eine seriöse Finanzpolitik und maßvolles Haushalten im Sinne kommender Generationen. Wir setzen politische Schwerpunkte und versprechen den Menschen nur das, was wir auch halten können. Wir beachten, Herr Schäfer-Gümbel, die Risiken der Zukunft und nehmen den Auftrag wahr, sie anzunehmen, zu meistern und die Zukunft und dieses Land zu gestalten. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Aber jetzt hat Kollege Schmidt das Wort, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Vorlage des Finanzplans für die Jahre 2018 bis 2022 ist Anlass, wenigstens für uns, eine Bilanz 19-jähriger Regierungstätigkeit der CDU zu ziehen. Meine Damen und Herren, da kann man nur feststellen, dass die CDU-Finanzminister Herr Weimer und Dr. Schäfer die größten Schuldenmacher aller Zeiten in Hessen waren. Ich möchte das belegen. Ja, die CDU und die Feststellung vorweg, die CDU hat in ihrer Amtszeit die Schulden in Hessen mehr als verdoppelt. Ende, die Quelle ist der Landesschuldenbericht, Quelle Ende 1998, Sie haben die Regierung dann am 7. April 1999 übernommen, Schuldenstand Ende 1998, wie gesagt, Quelle Schuldenbericht, Landesschuldenbericht, betrug 23,7 Milliarden Euro, damals noch in D-Mark ausgedrückt 46,3 Milliarden D-Mark. Also 23,7 Milliarden Euro waren die Schulden in Hessen, als die CDU die Regierung übernommen hat. Meine Damen und Herren, und von da ab wurden die Schulden Jahr für Jahr erhöht. Derzeit liegen sie bei über 48 Milliarden Euro. Herr Finanzminister, ist die Zahl richtig? Herr Finanzminister, ist die Zahl von mir, die ich jetzt genannt habe, richtig? Das ist mir schon wichtig, dass wir nicht über die Zahlen streiten müssen. Ja, das ist mehr als verdoppelt, meine Damen und Herren. Wozu die SPD in Hessen in ihren 52 Regierungsjahren brauchte, hat die CDU 19 Jahre, innerhalb von 19 Jahren sozusagen die Schulden verdoppelt, meine Damen und Herren. Und nun will sich diese CDU dafür rühmen, dass sie von den 24,6 Milliarden Euro, die in Verantwortung der CDU fallen, gerade einmal 400.000 abgebaut haben. Das sind 1,6 %. Und das Versprechen des Finanzplans, wir reden ja über den Finanzplan, ist das jährlich ab 2020, 19 ist es noch einmal weniger, 20, 21, 22 jeweils noch einmal 200 Millionen € abgebaut werden. Der Finanzminister hat eben, das war so eine Nebenbemerkung, aber es war Freud, wir tilgen eigene Schulden. Richtig, meine Damen und Herren, Sie tilgen eigene Schulden. Und meine Damen und Herren, wenn das so weitergeht, also pro Jahr 200 Millionen Euro, braucht die CDU, um ihre eigenen Schulden zu tilgen, nur 123 Jahre, meine Damen und Herren. Und da spricht Herr Boddenberg von einem historischen Meilenstein, meine Damen und Herren. Diese Kieselsteinchen der Geschichte, meine Damen und Herren, die werden wir noch ertragen. Aber in der Tat, dass Sie sich zu den eigenen Schulden bekennen, ist interessant. Dann sollte man allerdings, auch handeln. Und Ihr famoser Herr Koch, von dem Sie eben zitiert haben, was der, wie solide der in Hessen die Finanzwende eingeleitet hat, ist schon unglaublich, hat Landesvermögen in Höhe von 2,1 Milliarden Euro verschleudert. Das war das dümmste und das schlechteste Geschäft, das jemals in Hessen gemacht worden ist, meine Damen und Herren. Wir diskutieren morgen beim Setzpunkt der Linkspartei dazu. Da werde ich das noch einmal weiter ausführen über Ihren fabelhaften Herrn Koch und wie Sie damals, um Haushaltslöcher zu stopfen, Landesvermögen verschleudert haben, die wir heute mit hohen Mieten zurückzahlen müssen. Am Ende haben wir 2 Milliarden € mehr bezahlt, als wenn wir sozusagen auf den Kreditmarkt gegangen sind. Das ist Ihre famose Haushaltspolitik.
Und dann, meine Damen und Herren, kommen wir zur Ausgabeseite. In den 19 Jahren CDU-Regierung sind die Ausgaben explodiert. Sie stiegen von 15,4 Milliarden € auf jetzt 26,2 Milliarden € an. Also innerlich ist natürlich bereinigt um KFA. Ich glaube, das ist auch solide, und das muss man so tun. Meine Damen und Herren, jetzt ist der hessische Ministerpräsident leider nicht da. Er hat beim Landesparteitag seiner Partei davon gesprochen, der Finanzminister wieder eben auch, Herr Boddenberg, die SPD wolle mehr als 3 Milliarden € mehr ausgeben. Herr Boddenberg, irgendwie müssen Sie, wie der Ministerpräsident, irgendwas verwechselt haben. Weil, wissen Sie, wer 3,4 Milliarden € mehr ausgeben will? Der Finanzplan gibt darüber Auskunft. Der Finanzplan sieht eine Steigerung. Der Finanzplan sieht eine Steigerung der Ausgaben von 2018, Gesamtausgaben bereinigt ohne Länderfinanzausgleich, von 26,16 Milliarden € auf 29,63 im Jahre 2022 vor. Da kommen die 3,4 Milliarden € her. Jetzt wissen wir es endlich. Jetzt wissen wir, nur das will CDU und GRÜNE mehr ausgeben, meine Damen und Herren, in dieser Zeit. Ja. Jetzt haben wir es endlich herausgefunden, wo die 3 Milliarden € herkommen. Wissen Sie, Herr Finanzminister Boddenberg, Sie waren gestern Abend leider nicht da, als wir bei der Frage Dienstrechtsreform auf die Vorwürfe von Herrn Wagner, habe ich schon einmal etwas zum kommunalen Finanzausgleich gesagt, und dass aus Ihrer Milliarde am Ende 158 Millionen € werden. Ich habe etwas zum Kindergartengesetz gesagt, und ich habe vor allem etwas zur Grunderwerbsteuer gesagt, weil Sie gesagt haben, wir versprechen, was wir versprechen, halten wir auch. Das Erste, was der Finanzminister vor der Wahl das letzte Mal versprochen hat, wir werden an der Grunderwerbsteuer nicht rütteln. Dann war er an der Regierung. Wissen Sie, was er gemacht hat zusammen mit den GRÜNEN? Er hat die Grunderwerbsteuer erhöht. Meine Damen, das sind Ihre Versprechen vor der Wahl. Das sind Ihre Versprechen vor der Wahl. Gerade an dieser Ecke sollte die CDU sehr vorsichtig sein. Und dass wir sozusagen Wahllügen der CDU nicht unterstützen mit unserer Zustimmung, das ist doch wohl eine Selbstverständlichkeit. Das können Sie von Sozialdemokraten sicherlich nicht erwarten. Und Ihre famose Investition. Auch da gibt der Finanzplan, Zahlen lügen ja nicht. Auch da gibt der Finanzplan, das ist keine Berechnung von mir, sondern das ist hier in Zahlen ausgedruckt, Seite 75, Auskunft. Die Investitionsquote sinkt vom Jahre 2018 8,7 % auf 8,1 % im Jahre 2020. Also eine weitere Absenkung der Investitionsquote, die in Hessen schon sehr niedrig ist. Das muss man an dieser Stelle mit zu den niedrigsten gehören. Und damit kommt es zum weiteren Verzehr von Landesvermögen, weil auch das, was im Straßenbau vorgesehen ist, lange nicht den Wertverzehr, der stattfindet, ersetzt. Und es bedeutet auch einen Verzicht auf Zukunftsinvestitionen, meine Damen und Herren. Und das wird deutlich an der Frage des sozialen Wohnungsbaus. Da werden in der Tat 2018 97,3 Millionen € ausgegeben. Das sind vor allem Bundesmittel, meine Damen und Herren, in der Tat, weil die Landesregierung natürlich unzureichend bereitstellt. Und die sollen absinken bis zum Jahre 2020 auf 36 Millionen €, fast auf ein Drittel absenken. So. Jetzt muss man dazu sagen, dass die Koalitionsvereinbarung an dieser Stelle noch nicht eingearbeitet ist, weil ja 2 Milliarden € für den sozialen Wohnungsbau auf der Bundesebene vorgesehen sind. Die sind da noch nicht eingearbeitet. Es wird also steigen. Aber der Ministerpräsident hat wegen diesen 3 Milliarden € angeblich, die wir ausgeben, ja von Voodoo-Politik gesprochen. In dem textlichen Teil dieses wunderschönen Finanzplans steht drin, dass die Mittel zwar abgesenkt werden im sozialen Wohnungsbau, aber trotzdem bis zum Jahr 2020 bei über 300 Millionen € verbleiben. Dann schauen Sie einmal in einen Gesetzentwurf, den wir am Donnerstag abschließend beraten, der auch jetzt schon im Haushalt drin ist, wie auf diese Zahl 300 Millionen € kommt. Wir haben ein Programm aufgelegt, Stärkung, Investitionen zur Schaffung bezahlbarem Wohnraum, das angeblich ein Volumen von 257 Millionen € hat. Wissen Sie, wie hoch die Landesmittel davon sind, jährlich? Zwischen
Alles steht also in Ihrem Gesetzentwurf drin, zwischen 3,8 Millionen € und 7,1 Millionen €. Das heißt, man schmückt sich eindeutig mit fremden Federn. Man sagt, man gibt 257 Millionen € aus, aber in Wirklichkeit ist der Landesanteil minimal, weil es ist ein Zinsprogramm, ein Zinsstützungsprogramm. Das führt nicht dazu, dass eine Wohnung mehr gebaut wird, sondern die Beschlüsse stehen fest. Das Geld nimmt man, das ist 1%. Zinsverbilligung, das nimmt man mit. Das führt zu einer Reduzierung der Miete, vielleicht 10 Cent, manchmal vielleicht 30 Cent. Aber es schafft doch überhaupt nicht einen Anreiz, neue Wohnungsbau zu schaffen, sondern das Geld wird mitgenommen. Meine Damen und Herren, Sie schmücken sich mit fremden Federn. Sie schmücken sich mit fremden Federn von den Wohnungsbaugesellschaften und in den Kommunen mit diesem Programm. Und so kommen Sie auf dieses Volumen 300 Millionen €. Echtes Landesgeld ist vernichtend gering. Das ist nicht einmal 30 Millionen € am Ende, meine Damen und Herren. Und da zeigt es auch der Schwerpunktsetzung. Dann zeigt auch, was mit dieser Landesregierung in Wirklichkeit los ist. Meine Damen und Herren, bei dem Landesstraßenbau bitte sieht es genauso aus. Sieht auf jämmerlichem Niveau wird das weitergeführt im Finanzplan. Sie sollen um weitere 6 Millionen € bis 2022 absinken. Da ist sogar wieder eine Absenkung geplant, meine Damen und Herren. Und da sprechen Sie davon, wie toll Sie Finanzpolitik und wie Sie die Zukunft dieses Landes sichern, meine Damen und Herren. Kollege Schmidt, Sie müssen zum Schluss kommen. Alles schlecht. Deswegen sage ich Ihnen eins. Die Überschrift Ihrer Bilanz, die Sie vorgelegt haben, bedeutet schlauer, sicherer, gerechter, und ich füge hinzu, sozialer. In der Tat, eine künftige Landesregierung muss schlauer, sicherer, gerechter und sozialer sein. Und diese Gewähr dafür bietet nur eine sozialdemokratische Landesregierung. Danke schön. Vielen Dank. Für eine Kurzintervention hat das Wort Kollege Boddenberg. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr Schmidt, ich nehme erstens zur Kenntnis, dass Sie offensichtlich so gerade dabei sind, den Versuch zu starten, dass alles das, was Sie die letzten 5 Jahre versprochen haben, zu dem Zeitpunkt, wo Sie es versprochen haben, nicht gegolten hat. Aber darüber reden wir bei anderer Gelegenheit. Ich könnte jeden einzelnen dieser Punkte gleich aufgreifen. Das ist aber nicht mein Punkt. Ich würde gerne einen anderen Punkt ansprechen, weil ich weiß ja vorher, was Sie sagen. Das ist einfach klasse, dass man weiß, was der Redner sagen wird. Dann kann man sich darauf vorbereiten. Und ich habe zufälligerweise, nein, nicht zufälligerweise, ein Stück Papier hier liegen, das den zentralen Punkt Ihrer Kritik völlig widerlegt. Sie haben davon gesprochen, dass diese Landesregierung in ihrer Regierungszeit seit 1999 20 Milliarden neue Schulden gemacht hat. Ja, das ist unbestritten, das kann man ja nachlesen. 20 Milliarden. In der Regierungszeit der 90er Jahre, das war der Finanzminister der SPD oder die Finanzminister der SPD und ihre Verantwortung, sind in 8 Jahren 8,3 Milliarden € Schulden dazugekommen. Auch, glaube ich, unstreitig, kann man nachlesen. Den großen Unterschied macht es nur, da das Land Hessen nicht nur für das zuständig ist, was ich eben mal staccato-mäßig angesprochen habe, von Bildung über Hochschule, Straßenbau und anderes mehr, sondern auch noch dafür sorgen muss, dass es anderen Ländern ähnlich gut geht, wie es unser Grundgesetz vorschreibt. Dafür zahlen wir, ja, aber wenn Sie es nicht hören mögen, ich würde es gerne dem Publikum und den Zuschauern erklären, zahlen wir in den Länderfinanzausgleich. In der Zeit, in der Sie Regierungsverantwortung hatten, in diesen 8 Jahren, waren das 9,7 Milliarden. Das heißt, Sie haben in diesem Zeitraum von 8 Jahren 1,4 Milliarden mehr in den Länderfinanzausgleich eingezahlt, als dass Sie neue Schulden gemacht haben. In der Zeit, in der und seit der wir Regierungsverantwortung tragen, seit 1999, Herr Kollege Weiß, 20 Milliarden neue Schulden, 43 Milliarden Zahlungen in den Länderfinanzausgleich. Das heißt, wir haben 23 Milliarden mehr in den Länderfinanzausgleich gezahlt, als wir auf der anderen Seite Neuverschuldung hatten. Um es ganz einfach zu erklären, wenn wir den nicht hätten, hätten Sie 1,4 Milliarden weniger Schulden gemacht. Wir hätten 23 Milliarden weniger Schulden gemacht. Kollege Boddenberg, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich glaube, ich habe Zweifel an der Auffassungsgabe der Menschen, die auf der Tribüne sitzen oder die zuschauen. 23 Milliarden mehr in den Länderfinanzausgleich als neue Schulden zu unserer Zeit, 1,4 Milliarden zu Ihrer Regierungszeit. Ich glaube, das spricht Bände, meine sehr geehrten Damen und Herren.
Zur Erwiderung, Kollege Schmidt. Meine Damen und Herren, wir haben ja immer eine interessante Debatte hier über die Frage Länderfinanzausgleich geführt. Wir haben immer gesagt, dass natürlich finanzstarke Länder, das ist wie bei der Einkommensteuer, dass diejenigen, die viel einnehmen müssen und einnehmen, auch sozusagen für den Ausgleich und sozialen Ausgleich untereinander sorgen. Finden aber erst jetzt herbeigeführt worden ist auf Bundesebene, dass der Bund für diesen Ausgleich sorgt, richtig ist. Es ist interessant, meine Damen und Herren, weil wenn Sie immer einzelne Parameter nehmen, hätte auch den kommunalen Finanzausgleich nehmen können und die Entwicklung, wie viel. Nein, es ist ja immer die Frage, an welchen Punkten man klärt. Man hätte die Frage Inflation, und man hätte sich zum Beispiel auch einmal schauen können, wie sich die Einnahmen in Ihrer Regierungszeit entwickelt haben und wie zur Frage zu rot-grünen Zeiten, wo wir richtig mal auch sozusagen rangehen mussten an Einsperren. Immer wenn Sie an Einzelpunkten herumdrehen, können Sie sozusagen Zahlen beliebig hin und her drehen. Es bleibt Ihre Verantwortung weiterhin. Dabei bleibt es, dass Sie am Ende, und man kann am Ende nicht mehr ausgeben, als man einnimmt, aber Sie haben das über 17 Jahre lang gemacht, nämlich die Schulden über 24 Milliarden Euro erhöht. Und das ist sozusagen, das ist der zentrale, bleibt der zentrale Punkt und dabei noch Landesvermögen verschleudert in Höhe von 2 Milliarden Euro, die man an dieser Stelle hinzuziehen muss. Ich sage Ihnen noch etwas zum Länderfinanzausgleich, weil Sie ja dieses Spiel immer gemacht haben mit Klage vom Bundesverfassungsgericht. Sie sind ja damit, Sie haben mit allen Angriffen massiv gescheitert, sowohl was die Einwohnerveredelung betrifft, die wird fortgeführt, als auch was die Anrechnung der kommunalen Seite betrifft. Geklagt, dass die zu hoch seien. Am Ende haben Sie den Finanzausgleich unterschrieben, wo die kommunale Seite sogar höher mit eingerechnet wird. Ich glaube, das macht, Herr Boddenberg, das macht Ihr Agieren bei der Frage Länderfinanzausgleich sehr, sehr deutlich. Und letzter Satz dann auch. Weil Sie auch immer die Vergleiche entziehen, die Rheinland-Pfälzer leben oder haben die ganze Zeit von unserem Geld gelebt. Am Ende, das ist der entscheidende Punkt, Herr Boddenberg, und das gilt gerade zu CDU-Zeiten in Hessen. Am Ende hat Hessen deutlich mehr pro Einwohner im Jahr zur Verfügung gehabt. Kollege Schmidt, bitte wirklich letzter Satz. Nach Länderfinanzausgleich, als Hessen deutlich mehr zur Verfügung als Rheinland-Pfalz. Und damit sind Sie nicht selbst nicht zur Rande gekommen. Deswegen, diese Verantwortung tragen Sie weiterhin. Sie sind die größten Schuldenmacher, die Hessen je erlebt hat. Danke schön.